miteinander. Ich begrüße euch zu einem kurzen Interview. Ich freue mich, kurz mit dem Yannick Bertschi zu reden. Nach seinem sehr erfolgreichen Wochenende, erste Runde der neuen Saison, Supermoto. Ich lade ihn gerade ein und lass mir doch kurz zuhören, was er zu erzählen hat. Oh, Yannick, guten Abend. Danke, dass du kurz Zeit nimmst. Kein Problem. Darf ich dich kurz bitten, dich vorzustellen? Ja, sicher. Mein Name ist Yannick Bertschi, ich bin 22, ich wohne in Einsiedeln und fahre Supermoto. Jetzt, letztes Jahr leider keine Schweizer Meisterschaft stattgefunden, das ganze 2020 ausgefallen. Wie war die Zeit für dich gewesen? Ja, es war für uns alle wahrscheinlich sehr schwierig gewesen, weil ich habe sehr viel trainiert, aber nicht genau gewusst, für was, weil halt nicht sicher war, ob irgendetwas stattfindet. Und nachdem dass die Schweizer Meisterschaft abgesagt wurde, haben wir uns entschieden, die Europameisterschaft zu fahren. Du sprichst es auch, Europameisterschaft war eine Alternative, hat relativ spät angefangen, es waren 3 Rennen gewesen. Bist du zufrieden? Ja, für die wenig Erfahrung, die wir hatten, in diesem Jahr mit so hohem Niveau ist es ziemlich gut gelaufen und ich bin ziemlich zufrieden, ja. Was bedeutet Supermoto für dich, der Sport? Für mich ist das eine sehr gute Abwechslung zu meinem Alltag, zu meinem sonstigen Leben, das ich führe. Es ist eigentlich der Punkt, wo ich alles rauslassen kann, was ich sonst in mir habe und richtig aufblühen kann. Jetzt unterwegs bist du mit der Nummer 931. Wieso genau die Nummer? Das ist nicht unbedingt ein spezieller Grund. Es war das 31. früher gewesen, wegen meinem Geburtstag, 31. Januar. Und später war die Nummer mal besetzt gewesen. Und dann habe ich mich für das 931 entschieden. Und das ist jetzt eigentlich meine Nummern, die ich eigentlich immer habe. Was sind deine Stärken? Meine Stärken sind sicher, ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Also wenn ich etwas anfange oder etwas will, dann mache ich das auch und will das auch immer zu 100% machen und nicht nur halbpatzig. Wo siehst du eher auch deine Schwächen? Das ist sicher ein grosser Teil ist, dass ich mich leider ziemlich schnell aus der Ruhe bringe. Also wenn etwas Kleines passiert, wie jetzt an dem Wochenende, die Quali-Race, ich noch nicht können fahren, dann, wie soll ich sagen, knage ich noch ziemlich lange an dem rum und das ist manchmal ein Nachteil. Auf den vorfachen Wochenende können wir nachher noch kurz sprechen. Offensichtlich hast du relativ schnell abschalten. Hast du ein Vorbild, das dich begleitet? Jetzt im Supermoto ist sicher der Mauno Hermunen. Ich weiß nicht, ist gewiss vielleicht bekannt. Ist ein Finnländer, der für mich eine ziemlich coole Person ist, immer ruhig bleibt und einfach sein Ding macht, egal was die anderen Leute denken. Jetzt am Renntag selber, hast du gewisse Abläufe, die du durchlaufst, Gedanken vor dem Start, die dich begleiten? Ja, es Gedanken, es ist mehr ein bisschen ein Zurückziehen. Ich gehe so 45 Minuten vorher in mein Wohnmobil, alles dunkel, also dunkel, man sieht einfach nicht rein, dass ich ein bisschen meine Ruhe habe und lege mich dann langsam an, höre ein bisschen Musik und einfach ein bisschen, ja, ein bisschen meine Ruhe habe und ein bisschen Gedanken kann machen und mich kann vorbereiten, ohne grosses Hin und Her. Saison 2021, vergangene Woche nicht losgegangen. Für euch ein Wechsel auf Yamaha. Wie fühlst du dich? Ja, der Wechsel auf Yamaha ist ziemlich kurzfristig gekommen, was ich als Anfang ein bisschen als Problem gesehen habe, weil für mich mein Ziel klar ist. Und ich habe gedacht, ja, jetzt nochmal einen TÜV wechseln, da wird etwas schwierig, die Ziele zu erreichen. Aber wir haben sehr viel gearbeitet, mein Team hat sehr gute Arbeit gemacht, ich habe ein Top-Fahrwerk. Wir haben wirklich gutes Material und ich konnte ziemlich schnell gut fahren mit dem TÜV. Wie hast du dich auf diese Saison vorbereiten? Ich wohne zum Glück an einem schönen Ort wie Einsiedeln, wo wir
viel Sport kann machen, sonst von außen, go joggen, Rennvelo fahren, biken. Im Winter kann man viel machen da oben. Und ja, viel auf dem Motocross-Dörf bin ich dieses Jahr. Einfach nur konditionswegen. Und ja, so habe ich mich ein bisschen vorbereitet, so gut wie es gegangen ist. Was ist dein Ziel für diese Saison? Für mich ist ganz klar der Prestige-Schweizer Meistertitel. Ist auch für mein Team klar, dass ich das will. Und wir geben alle alles dafür, dass wir das Ziel erreichen. Jetzt vergangenes Wochenende eben das erste Rennen gewesen. Sehr gut den Tag gestartet. Erster Platz, Quali-Race plötzlich nicht mehr rum gewesen. Was ist passiert? Ja, es hat wirklich sehr gut gestartet. Ich bin ziemlich gut voraus gewesen, allen. Und dann im Quali-Race, im Vorstart, hat es plötzlich auch regnen. Und wir haben wegen Corona leider noch keine Felgensätze bekommen. Nie nichts. Also wir haben es wirklich probiert. Und nachher haben wir das im Rennleiter gesagt, wo alle auch vor Rädchen wechseln haben. Und dann hat er uns noch 10 Minuten Zeit gegeben, zum Pneu wechseln. Und dann sind wir hinterher die Pneu wechseln. Und dann, wo mein Dörf eigentlich fertig war, haben wir plötzlich gemerkt, dass der Hinterpneu ein Loch drin hat. Und so hat es dann leider nicht mehr gelangt, den Pneu auch noch zu wechseln. Und dann habe ich leider das Quali-Race verpasst oder ein bisschen spät gewesen. Ein rechter Rückschlag. Wie hast du dich gefühlt an dem Abend? Ja, es war ziemlich nicht so gut gewesen, weil eben unser Team, ich auf Pole Position, mein Teamkollege, der Stefan Züger auf dem zweiten Platz, hatten. Ich glaube, gut das Quali-Race können fahren so. Und darum sind halt alle ziemlich enttäuscht gewesen und verrückt. Und, ja, aber ich habe ziemlich schnell das abgehockt und habe gesagt, wir schaffen das morgen und wir zeigen denen schon noch, wie das geht. Offensichtlich deine Schwäche ein bisschen ausblenden. Das können wir nicht lassen. Ganz ehrlich, an dem Abend, was hast du noch gedacht, was möglich ist am folgenden Tag? Ja, ich habe mir schon ein bisschen so Gedanken gemacht, eben so von der Zeit her, was ich Vorsprung hatte in der Training und so. Und ich habe gedacht, wenn es mir gut läuft, fahre ich aufs Podest oder sicher, ja, Top 5. Ja, das war so etwa das gewesen. Nach einem ersten Lauf, unglaubliche Aufholjagd, Sieg, zweiter Lauf Sieg, somit den Tagessieg geholt. Was bedeutet der Sieg für dich? Ja, es ist mein allererster Tagessieg bei der Prestige und das auf diese Art und Weise können zu feiern, ist natürlich umso besser gewesen. Aber ja, es hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Ich weiss jetzt, was ich kann, zu was ich im Stand bin und bin sehr zuversichtlich für die Saison. Ist natürlich über den Winter immer schwierig, wo stehen die anderen, wo bin ich? Ist für dich natürlich etwas Grossartiges, wenn du gerade auf die Art und Weise noch hast du den Sieg holen. Gibt Mut für die Zukunft, für die weiteren Rennen, oder? Ganz genau, ja. Eben Selbstvertrauen ist jetzt sehr gut und ich trainiere so weiter, wie ich es jetzt gemacht habe, weil es hat sich sehr gut ausgezahlt und bemerkbar gemacht. Den 29. 30. Mai geht es weiter mit dem nächsten Rennwochenende. Geht es so weiter? Sehen wir wieder einen Sieg für dich? Ja, das ist in Villars-sur-Eco. Das ist nicht unbedingt meine Lieblingspiste, aber wir haben sehr gute Töpfe. Ich weiss jetzt sehr gut, wie abstimmen. Die Fahrwerke sind immer top. Und von dem her fit bin ich auch. Und ich denke, ich werde sicher um einen Sieg können fahren, auf jeden Fall. Die Saison ist noch lang, es sind noch viele Rennen vor dir. Wie kann man dich und das Team unterstützen für diese Saison? Uns kann man sicher am Pistenrand unterstützen. Das nützt immer etwas, wenn man ein paar Fans hat oder ein paar Leute, die einen unterstützen. Und sonst kann man natürlich auch als Goodwill mal Pneusponsoren oder sonst etwas. Da sind wir immer dankbar, weil das Hobby kostet sehr viel Geld und da ist jeder froh, wenn er mal etwas überkommt. Du und das Team sind online auch anzutreffen, haben neben Instagram nur eine Homepage und sogar eine App. Also genau. Euch findet man relativ gut. Jetzt danke dir vielmals, dass du kurz Zeit genommen hast, um über das Wochenende zu reden, deine kommende Saison. Gibt es etwas, was du gerne würdest sagen? Ja, ich möchte gerne allen Danke sagen, speziell meinem Team natürlich.
in meinen Teamchefs, im Alois und im Rolli. Die machen sehr, sehr viel für uns. Und ja, reissen sich wirklich den Arsch auf, damit wir gutes Material haben. Und sicher meiner Familie, meinem Umfeld, der Freundin und allen Leuten, Kollegen, die mich sonst unterstützen im Privatleben. Und ja, danke vielmals. Ich wünsche dir, deinem Team und natürlich allen Fahrern super Motto, tolle Saison. Danke vielmals SM und FMS, dass ihr das möglich macht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute Abend. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ganz eine tolle Saison. Ciao. Danke vielmals. Tschüss zusammen.